Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir machen weiter. Und ich werde jetzt mal versuchen, die drei Kollegen da oben wegzuklatschen. Mal gucken, ob es klappt. Ich will nämlich wissen, was die droppen. Vielleicht droppen die ja was richtig Nices. Wir müssen natürlich nur versuchen, die Schweine zu trennen. Okay. Ist der dritte auch runtergejumpt? Ja, oder? Der chillt ja anscheinend alleine, denn. Dann gucken wir mal da hinten. Das wäre fast ein Backstep gewesen. Oh shit. Absolute Biester, die Typen, ey. Oh Gott! Ey, was ist denn das für eine Scheiße, sag mal? Alter, wie viel... Oh, Alter, die bringen Seelen. Alter Verwalter, die bringen Seelen. Müssten meine alten Seelen nicht sogar noch hier oben liegen? Oder habe ich die verloren, weil ich gestorben bin? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mal heilen. Komm her. Boah, scheiße, Mann. Heilen, heilen, heilen. Sorry, dass ich auch gerade so wenig rede, aber ihr seht ja selber, das ist ein richtiger Motherfucker. Jeder von denen kann mich locker 14.000 sehen. Alter Schwede. Yes! Okay, Titanite Slap oder was? Was war das? Titanit irgendwas.
Hä, wo waren denn meine Seelen? Bin ich verrückt, Leute? Wo bin ich denn verrückt nochmal? Hat er mich nicht hier umgebracht? Ja, wenn die hier nicht liegen, dann habe ich keine mehr. Oder ich habe sie doch beim letzten Mal sogar eingesammelt. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon wieder alles vergessen. Okay, irgendwas habe ich bekommen. Irgendwas Krasses. Titanit-Scholle. Ah, kriegt man das jedes Mal, wenn man alle drei wegbumst? Das wäre ja krass. Das wäre unnormal krass. So, warte mal. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Das wäre ja krass. Wir können unsere Waffe auf jeden Fall plus 10 machen jetzt. Ich glaube, das werde ich auch tun jetzt. Ja, doch, das tun wir. Das tun wir, Leute. Und diesmal verbrannten wir nicht wieder einen Homeward Bone, einen Knochen. Ich verballere die sowieso recht häufig. Aber gut, wahrscheinlich könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es hier wieder ein Item gibt, womit man das unendlich machen kann. Allerdings müssen wir das natürlich erstmal finden. Und ich habe keine Ahnung, wenn es das überhaupt gibt, aber ich schätze mal schon. Wäre ein bisschen überraschend, wenn sowas nicht vorhanden wäre. Also, zurück, aufleveln. Plus 10 machen die Waffe. Und ja, Level holen. Eins sollte drin sein, dann haben wir sicherlich nochmal so eine fette Seele zum Verbrauchen. Da sind tatsächlich zwei Level vielleicht drin. Very well, then hey. Ah, wieder volle Kanne auf Stärke? Ja, komm. Ich werde versuchen, die 40 voll zu machen. Und dann kann ich mir vielleicht nochmal einen auf Ausdauer geben. Oder, ja, also die nächste Level meine ich auf Ausdauer. Ja, machen wir das. Tja. Pretty, be careful. 444 Schaden. What? Plus 10 Claymore. Absolute Standardwaffe, allerdings. Boah. Scheiße, Mann. Zieht euch das rein, ey. Zieht euch das rein. Krasser Scheiße, ja. Also wir sind schon sehr gut dabei. Wir sind schon sehr gut dabei, auf jeden Fall. Es läuft ja auch alles, also... Es gab bisher nicht einen einzigen Gegner, wo ich dachte, fuck man, ich brauche jetzt 10 Level mehr oder so. Also ich dachte es vielleicht schon, aber ich brauchte es am Ende nicht. Und... Ja. Dementsprechend, es läuft, Junge, es läuft. Ach, gestartet als Bettler. Und jetzt laufen wir durch die Gegend mit einer fetten, geilen, goldenen Rüstung. Oh, scheiße, Mann. Tja. Lal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 a. La 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 la. So, jetzt werden wir mal gucken, was auf der anderen Seite der Brücke wartet.
Es sieht so aus, als kommt gleich ein Drache. Habt ihr das gesehen? Ich one-hitte den fast, Alter. Es sind nur Standardgegner, aber in dem Gebiet. One Hit, Alter. Scheiße. Oh oh, oh oh. Da hinten kommt ein richtiger Ficker. Habt ihr gesehen? Oh, Scheiße. Ja, ob das so schlau ist hier mit Dunkelheit gegen irgendwelche Zombie-Leute, ich weiß nicht. Ja, geil getimed, oder? Nicht so geil getimed, oder? Ich mach so fetten Schaden, das lässt du schön sein, Junge! Bam! Und tschüss. Schwert des Lothric's Ritters. Oh, da kommen ja noch mehr. Ich glaube, wir sind echt kurz vorm Ende. Alter. Alter, ihr wollt's richtig hardcore-mäßig wissen, ne? Ihr wollt's so hardcore-mäßig wissen. Ihr wollt es so wissen. Ihr wollt es so krass wissen. Tja, Nummer 1 von euch ist tot, Jungs. Ja, zwei Schildfuzzis ist natürlich nicht so einfach. Und tot. Scheiße.
Wie lange man auf der scheiß Bridge steht, nur um da vorbeizukommen. Ich will auch jetzt nicht, also beim ersten Mal zumindest nicht komplett durchreden. Beim zweiten Mal, wenn ich da lang müsste, würde ich wahrscheinlich, wenn ich die einmal geschafft habe, auch durchlaufen. Weil es kostet schon verdammt viel Zeit. Krass. Gut, gut, gut. Guckt euch die Typen da hinten an, ey. Tja. Wie schmeckt dir das, Junge? Nein, 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 nein. Mein Gott, in dem Moment muss natürlich... Auf jeden Fall, auf jeden Fall! Ist okay, Leonidas. Ist okay, tu nicht so. Ekelhafter Penner, ey. Wo bleiben die anderen drei Boys? Ich habe keine Ahnung, was am besten wirkt gegen die. Aber wenn die schon Magie benutzen. Okay. Ha? Scheiße. Nein.
Ich wollte das Item. Ich wollte einmal das Item, falls ich sterbe. Ich weiß gar nicht, ob die liegen bleiben, die Sachen. Alter Schwede. Okay, wir haben es. Wenn da jetzt nicht noch ein Fünf-Mann-Trupp kommt oder so. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Okay. Shortcut? Oder neuer Weg? Hier sind wir. Aber warum habe ich das Item nicht mitgenommen? Titanitschuppe. Seht ihr das? Der Weg hat sich geschlossen mal wieder. Der Weg hat sich mal wieder geschlossen. Sehr nice. Also können wir quasi hier hoch vom letzten Bossfeuer. Wenn wir da Bock drauf haben. Wäre natürlich jetzt auch wünschenswert, wenn jetzt ein Boss kommt, dass ich den direkt beim ersten Mal platt mache, locker flockig. Moment mal. Ist das der letzte Boss? Ist das der letzte Boss? Dear, another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Whoa! Whoa! Nee, das kann doch nicht der. Hohohoho!
rest here too, if you like. Das ist doch nicht, das ist nicht der letzte Boss, hundertprozentig. Das ist ein richtiger Lappen, der Typ. Tja. Beste Feuer, bester Feuerstellen. Es ist einfach unfassbar, was sie hier gemacht haben. Ja, ja, Leute. Wir machen natürlich jetzt nicht mehr weiter. Beim nächsten Mal gucken wir uns den Boss nochmal genauer an. Mal gucken, ob ich den direkt mit Glut versuche nur. Oder ob ich mir direkt was gegen Feuer überlege. Wäre ja schlau, direkt was gegen Feuer zu haben. Mehr Verteidigung. Naja, wir werden sehen, Leute. Ich danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.